Hallo und willkommen hier auf dem Sunlander Kanal mit einem Update zur Roomtour von unserem Land Cruiser. Gleich nach dem Trailer geht's los. Ich werde euch zeigen, was ich verbessert habe. Ich werde euch sagen, mit was ich sehr zufrieden bin und natürlich auch, was ich beim nächsten Mal besser machen würde. Wird spannend. Bleibt dran. Vor 3 Jahren haben wir dieses Auto gekriegt und er sollte viel früher schon nach Afrika. Vor allem Afrika ist unsere große Liebe. Da sind wir mit Leihwagen unterwegs gewesen und da gibt es viele Dinge, die einen einfach ärgern. Und aus diesem Grund unser eigenes Fahrzeug in Afrika, das war der Plan. Dann kam Corona und war vielleicht nicht schlecht, denn so konnte ich noch mal 2-3 Jahre hier in Europa tüfteln und all die Dinge verbessern, die zu verbessern sind. Denn wenn er mal unten ist, dann ist er da. Und wenn du dann eben irgendwas nicht hast, dann hast du es halt einfach nicht. Ich zeige euch jetzt die Dinge, die notwendig sind aus meiner Sicht und die ich hier eingebaut habe. Beziehungsweise muss man dazu sagen, das Auto wurde ja gebaut von Julian, wie er noch bei seinem Arbeitgeber, damaligen Arbeitgeber war. Dort habe ich ihn kennengelernt, habe mit Julian sehr eng zusammengearbeitet. Julian hat seine eigene Firma jetzt, Buschcamper. Die Leute, die hier auf dem Kanal öfter sind, wissen, dass ich ihn dabei unterstützt habe. Julian macht das super. All diese Verbesserungen sind bei Julian. Und wer so einen World Cruiser haben will, der kann den bei Julian, bei Buschcamper bestellen. Aber darum geht es hier nicht in diesem Video. Ja, fangen wir an. Das erste, was ich euch zeigen will, ist, ich habe einen Kompressor einbauen lassen. Mich hat das genervt mit dieser Tasche, weil die immer im Weg rumstand. Und außerdem finde ich das viel cooler, wenn der Kompressor direkt im Fahrzeug ist. Ich zeige es euch mal. Hier habe ich, muss die Zündung anmachen. Mach mal die Klappe auf. Und dann habe ich hier einen Knopf. Jetzt geht der Kompressor schon an. Hier ist der Kompressor. Hier ist ordentlich der Anschluss. Und hiermit kann ich meine Reifen aufladen. Für die von euch jetzt sagen, naja, wer braucht einen Kompressor im Fahrzeug? Wer will denn die Reifen aufblasen? Naja, wenn ihr auf einer sandigen Piste fahrt, dann ist das jetzt Geländefahren, weiß ich nicht. Es ist eine sandige Piste und ihr bleibt stecken. Und da müsst ihr die Luft aus den Reifen lassen. Und das Leben ist zu kurz, um nur mit einem Standard-Serien-VW-Bus Westfalia nach Italien zu fahren. Mit einem Toyota Land Cruiser und noch viel mehr mit einem Toyota Hilux, der ja absolut aktuelles Fahrzeug ist, könnt ihr die ganze Welt bereisen und sandige Pisten machen, kein Problem, weil ihr lasst die Luft raus und ihr macht die Luft wieder rein. Völlig unproblematisch und sehr verlässlich. Extra für Afrika, neue Reifen. Er geht ja morgen in einer Woche geht er nach Afrika. Ich habe jetzt Matt Terrain drauf, keine All Terrain, weil natürlich fahre ich auch Teer, aber mit denen kann man auch prima Teer fahren. Also die sind nicht viel lauter oder sonst was, kann man super fahren mit. Aber es geht vor allem um den Verschleiß. Also diese Reifen sollen, so haben es mir Freunde berichtet, die das ausprobiert haben, Matt-Terrain und All-Terrain-Reifen. Die Matt-Terrain-Reifen halten deutlich länger und haben nicht so viel, verschleißen nicht so schnell wie die All-Terrain. Deswegen habe ich mir Matt-Terrain drauf gemacht, vor allem auch deswegen, weil ich vorhabe, schon auch anspruchsvolle Strecken zu fahren. Also Matt-Terrain-Reifen haben auch einen besseren Flankenschutz hier.
ich denke mal, das ist die richtige Reifenwahl jetzt für das südliche Afrika. Ich habe neue Rückspiegel. Die alten Rückspiegel waren die Original-Toyota-Rückspiegel mit Verlängerungsstück. Das Problem war, dass die permanent sich verstellt haben. Und gerade der auf der rechten Seite, den habe ich mir dann noch abgefahren. Ich habe also immer festgestellt und dann immer, wenn die Äste nach hinten geschlagen haben, dann war die Schraube wieder ein bisschen fester gezogen und irgendwann ist Gewinde raus. Diese Reifen, die kann ich auch rausklappen, ja, wenn ich nochmal seitlich was geladen habe. Aber sie haben vor allem, wenn du mal hier schaust, sie haben vor allem zwei Spiegel. Der obere ist der Rückspiegel und der untere, da sehe ich genau meinen Hinterreifen. Das ist total wichtig, gerade wenn man also im Gebirge Offroad-Pisten fährt, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe immer Sorge, dass ich runterfalle. Und meistens ist ja viel breiter, wie man denkt. Und wenn ich dann die Reifen sehe auf beiden Seiten, habe ich einfach ein besseres Gefühl. Hier kann ich aus dem Fenster schauen, drüben nicht. Aber damit sehe ich eben den Reifen unten. Super Spiegel, gibt es in Australien sehr viel. Da werden diese Spiegel hauptsächlich verbaut und vibriert auch nicht so stark, wie der Alte das gemacht hat. Also, neue Spiegel, super wichtig. So, hier hinten unsere altbekannte Waschmaschine. Super geil, würde ich jederzeit genauso wieder machen. Bisschen Wasser rein, bisschen rein in der Tube rein. Ganzen Tag 2-3 Stunden rumschuckeln. Rausnehmen, ausbringen, aufhängen. Super klasse. Und hier habe ich einen Wasserkanister. Ich weiß noch nicht, ob ich den lasse. Ich habe noch eine Woche Zeit zum Nachdenken. Also grundsätzlich mal, ich habe jetzt Wasser aufgefüllt, läuft hier Wasser. Und ich habe einen Seifenspender hier oben. Ja. Mal schauen, ob ich den lasse. Ich weiß es noch nicht. Ich will halt immer, nachdem ich alles zusammengepackt habe, ist die letzte Maßnahme immer Hände waschen. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man mit dreckigen, staubigen Händen einsteigt. Deswegen Wasserkanister. Vielleicht mache ich mir aber hier noch einen Anschluss. Das muss ich mal gucken. Irgendwie mit so einem Winkel hier ran. Hier ist ja eigentlich der Duschanschluss. Aber vielleicht mache ich mir noch so einen Winkel. Das muss ich noch mal schauen. Das ist wirklich das letzte Last-Minute-Verbesserung, die ich mir aufgehoben habe. Was mich wirklich zu Tode genervt hat, war diese Scheißleiter. Schaut auch mal hier diesen Untergrund an. Ihr könnt euch vorstellen, wie hier die Leiter gewesen wäre. Katastrophe. Das ist wirklich, diese Leiter geht gar nicht. Deswegen hat Julian bei allen Buschcampern, die er baut, diesen Tritt entwickelt. Und der ist super. Ich steige rein. Ja, und ich steige raus. Es ist ja die letzte Stufe ein bisschen höher, das geht aber wunderbar. Auch mit dem Griff, kein Problem. Ja. Also vor allem ist die Stufe halt immer an der gleichen Stelle. Das Gute ist, sie ist ein Unterfahrschutz und zwar so, wie er vorgeschrieben ist in der EU. Das Auto hatte gar keinen Unterfahrschutz, es war eigentlich streng genommen zumindest mal kritisch. Ja. Und es ist ein Unterfahrschutz, wie er in der EU zugelassen ist oder zu angebaut sein muss. Der war ja auch gar nicht da. Und wenn man Offroad fährt, kann er sich selbstständig hochklappen. Also wenn ich den Böschungswinkel brauche, dann klappt er sich hoch, ist ein Unterfahrschutz hinten. Und ich kann ihn aber auch feststellen, wenn ich standardmäßig an dem Tag Gelände fahre. Jetzt ist er fest und dann bleibt er auch oben. Ja, Treppe, total klasse, Riesenverbesserung. So, Toilette ist natürlich ein Riesenthema. Wir hatten dieses Chemie-Potty-Porter-Ding da drin. Geht gar nicht. Also ich finde dieses Chemieteil ja eh schon schlimm, aber es riecht, auch wenn du nicht drauf gehst, alleine von dieser Chemie. Und wo sollst du es hinschütten? Du brauchst eigentlich eine Kanalisation. Find mal eine Kanalisation im südlichen Afrika. Du bist ja nicht in Italien. Und deswegen haben wir jetzt eine Trenntoilette. Die zeige ich euch. So, als erstes mache ich das Polster weg. Ja. Und dann klack, klack.
super praktisch auf diesem Gestell. Ja, alles dabei. Und vorne für die kleinen Dinge, hinten für die größeren. Ja, man kann auch hier aufmachen. Und das wird also hier, wie das Trenntoiletten technisch halt ist, mit Tüten gelöst. Das sind diese grünen Tüten. Ich muss mal eine reinmachen. Sozusagen ready to go. Ja, die sind kompostierbar und können dann ganz normal im Hausmüll entsorgt werden. Oder, nachdem sie ja kompostierbar sind und wenn es kein Hausmüll gibt, kann man sie natürlich auch irgendwo vergraben. Das ist wirklich sehr umweltfreundlich und umweltschonend und finde ich eine super Lösung, muss ich ehrlich sagen. Alles auch noch mal ein bisschen aufgeräumt hier, alles an seinem Platz. Becherhalter sind nach wie vor, das ist wirklich mit das Coolste, was ich hier gemacht habe, ist dieses Aufräumsystem mit diesen Becherhaltern, das hat sich sehr bewährt. Ja, der Kühlschrank. Also die Dinge, die ich besser machen würde. Der Kühlschrank, der ist gut. Sehr gut. Der kühlt wahnsinnig gut. Engel, tolle Qualität, wirklich muss man sagen. Total stark. Ist auch relativ geräumig. Aber man kriegt rein Lebensmittel. Man kriegt rein eine Milch. Logisch, für den Kaffee brauchen wir eine Milch. Man schafft auch eine Dose Bier. Eine Flasche Wein, dann ist er voll. Also mehr Getränke geht schwierig und er kann auch nicht, also er kann gefrieren, aber dann gefriert er halt nur noch. Deswegen, ich brauche definitiv eine Tiefkühltruhe zusätzlich. Und die habe ich mir eingebaut, ein Sitz ist raus und dann ist jetzt hier der Engelkühlschrank hier, beziehungsweise auch Gefrierer. Der ist echt riesig. Und der kann eben wahlweise als Kühlfach oder Getränkekühlschrank verwendet werden. Wir haben eben hinten jetzt noch einen Sitz. Und weil unsere Tochter zwar im Sommer jetzt dann auch wieder mitfährt, aber mit einem eigenen Auto. Ja, Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhe ist total wichtig in einem Weltreisefahrzeug. Bei Buschcamper haben wir jetzt einen sehr schönen Kühlschrank, der oben ein Eisfach hat. Das ist natürlich besser wie diese Lösung mit diesen zwei Kühlbox plus Kühlschrank. Das ist ein bisschen ungünstig, weil es halt sehr viel Platz wegnimmt. Das ist sicher etwas, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Ich würde gleich eine Kühl-Gefrier-Kombination einbauen lassen. Tja, keine Ahnung. Habe ich halt verpasst. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Volumen zwar verbaut, dafür passt halt vielleicht auch mehr rein. Okay. Mal schauen, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ist das mit Sicherheit die Bar hier. Und falls ihr den Buschcamper-Kanal noch nicht abonniert habt, ich verlinke euch den, abonniert den, denn dort machen wir die Vorstellungen der Fahrzeuge von Julian. Ihr wisst ja, Julian hat diesen Worldcruiser für mich gebaut bei der Firma, bei der er vorher noch war. Hat sich dann selbstständig gemacht mit Buschcamper. Hat mich überzeugt, dass ich mich da beteilige und ihn unterstütze. Habe ich gemacht. Und wir haben im Januar angefangen, Januar 22 haben wir angefangen, die ersten Fahrzeuge zu bauen. Ende April wird jetzt das erste Fahrzeug fertig. Dann im Monatstakt kommen dann Kundenfahrzeuge, die werden vorgestellt, dort auf dem Buschcamper-Kanal. Also Buschcamper-Kanal abonnieren, damit ihr seht, die neuesten Errungenschaften von Julian. Und ich kann euch sagen, auf der Suche nach dem ultimativen Buschcamper sind wir relativ weit. Kühlung ist ein Riesenthema und natürlich auch Kochen. Sind wir schon beim nächsten Thema? Kochen. Ich habe ja hier diesen Flammenkocher, zwei Flammenkocher und habe außen Gasanschluss für separaten Kocher. Ich kann euch sagen, klappt nicht. Hier kommt viel zu wenig Gas raus. Es dauert ewig, bis hier Wasser. Also einen Kaffee kann man machen, aber Nudelwasser will ich hier keins kochen. Es dauert einfach viel zu lange. Das liegt am Gasdruck. Der Gasdruck ist für diese Fahrzeuge innen einfach nicht hoch genug, dass zu wenig Energie rauskommt. Und deswegen
ich bin völlig weg vom Gas. Wenn ich dieses Auto wieder bauen würde, wäre hier kein Gas mehr drin. Es gibt super klasse Lithium-Ionen-Akkus mittlerweile. Tolle Systeme, die wir bei Buschcamper auch verbauen. Und ja, die haben die Fahrzeuge vom Julian jetzt alle. Und dann hast du hier eine Elektroplatte. Und diese Elektroplatte kannst du innen nutzen. Du kannst sie aber auch rausstellen. Das ist das eine. Du kannst außen zusätzlich einen Außengaskocher nehmen. Der hat mehr Energie. Der funktioniert. Innengas ist einfach zu wenig Druck. Sodass du dann also im Idealfall Elektro innen hast. Elektro auch außen nutzen kannst. Und außen zusätzlich nochmal separates externes Gassystem. Damit kriegt man genügend Energie her. Mit dem Gas würde ich es nicht mehr machen. Schaut zwar schön aus, aber kriegt einfach zu wenig Energie. Jeder, der das kennt, wird mir da beipflichten. Gut. Das ist also ein wichtiger Tipp. Mit dem Gas hier nehmt Elektro. Ja, Elektro. Ich habe eine 100 Amperestunden Lithium-Batterie. Würde ich auch jederzeit wieder machen. Vielleicht, wenn ich jetzt Elektro kochen hätte, würde ich wahrscheinlich 160 Amperestunden Lithium nehmen. Was man auf jeden Fall braucht, Learning, ist einen Ladebooster. Weil sonst zu wenig geladen wird. Ich habe einen Ladebooster nachrüsten lassen hier in dem Auto. Und mit dem Ladebooster kann ich 40 Ampere laden. Mit 40 Ampere. Das heißt, fahre ich 4 Stunden. Und wäre meine 160 Amperestunden Batterie leer, dann wäre nach 4 Stunden diese voll. Mit 160 Amperestunden, was wirklich Wahnsinn ist. Wenn ihr einen Topf mit Nudeln kochen wollt, braucht ihr circa, jetzt nagelt mich nicht fest, um die 17 Amperestunden. Ja? Dann ist ein Kochtopf mit Nudeln fertig. Das heißt, ihr könnt also locker 7-8 Töpfe mit Nudeln kochen. Ganz locker. Und mit einer Batterieladung. Das sollte reichen. Das ist echt der Burner. Eine 270 Grad Markise. Relativ einfach zum Aufbauen. Lass diese Stangen hier raus. So, und dann geht's 270 Grad. Einmal, zweimal, du musst mitkommen. Dreimal und viermal. Zack. 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 Und zack. Super klasse. Und vor allem finde ich, es verbindet hinten mit der Seite. Das ist irgendwie, hat das die ganze Zeit gefehlt. Ich hatte ja immer hier eine Markise. Und dann haben wir überlegt, was kann man am Heckzelt machen, auch für Buschcamper. Und die ehrliche Meinung ist, das alles Murks, weil es viel Arbeit ist. Du bist hier am Räumen, du bist da am Räumen. Das funktioniert einfach nicht. Die 270 Grad Markise ist genau das Richtige. Und es geht sogar noch besser. Es gibt nämlich ein Seitenteil. Und dieses Seitenteil, wenn man hier reinmacht, werdet ihr sehen, dann ist es sogar richtig mega gemütlich und das zeige ich euch jetzt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Heringe und zwei Zeltplanen, einmal mit Reißverschluss hier, Reißverschluss da, Karabiner, das war's. Und ich habe eine relativ beschützte, schöne Umgebung. Ja,
nach zur Seite orientiert. Ein toller Raum. Oder es regnet, dann kann ich das noch besser schützen und ich mache hier noch einen Rand rein. Ein Hering noch. So, und hier ist ein toller zusätzlicher Raum und das gesamte Campinggeschehen orientiert sich in diese Richtung. Echt super. Also das ist die Lösung, sehr schnell aufgebaut, 270 Grad Markise und dann diese Seitenwände. Wenn man sie will, ist das natürlich super praktisch. Das hat sich sehr gut bewährt. Diese Sandbleche sind wirklich große Klasse und kann man nur schwer verbessern. Zwei Dinge machen wir bei Bushcamper anders. Zum einen nehmen wir die Kunststoff-Max-Tracks, denn die sind, die formen sich zurück, wenn man die benutzt. Ich habe den noch nie benutzt. Wenn man die benutzen würde oder wenn man die benutzt, kann es sein, dass die sich verbiegen und sie dann schwerer wieder drauf gehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, sie sind halt sehr uneben, dadurch, dass Sandbleche sind. Was wir bei Bushcamper machen, und das würde ich auch jederzeit beim nächsten Mal machen, ist die Max-Tracks nehmen und ein Metall drunter als Träger sozusagen. Dann hat man einen glatten Tisch und die Max-Tracks von unten. Ja, aber ich habe es jetzt so, ist wunderbar. Kein Problem, bei Bushcamper machen wir es anders. So, jetzt zeige ich mal die Campleuchte. Normalerweise hat man ja nur eine Stirnlampe und kramt am Auto. Das Problem bei der Stirnlampe ist, dass man Fliegen im Gesicht hat, weil die Fliegen natürlich immer zum Licht gehen. Und aus diesem Grund hat sich für uns bewährt eine Campleuchte an der Teleskopstange. Und mit dieser Campleuchte ist das ganze Vorfeld ausgeleuchtet und man kann super aufbauen, man kann das Lagerfeuer vorbereiten, man kann aufbauen, man kann den Teig anrühren, wenn man noch Brot backen will. Man kann all die Dinge machen, ohne dass man eine Stirnlampe braucht. Und alle Fliegen sind da oben auf der Campleuchte und ansonsten hat man kein Licht an und das ist super angenehm, weil die Fliegen nicht hier am Körper sitzen und im Gesicht sind, sondern oben an der Campleuchte. Naja, und wenn man dann durch ist und es gemütlich hat, das Lagerfeuer brennt, dann kann man natürlich die Leuchte ausmachen. So, was ist das Wichtigste neben dem Wohnen, neben dem Duschen, neben dem Kochen? Was ist das Wichtigste? Schlafen. Wenn man nicht vernünftig in diesen Autos schlafen kann, dann macht der ganze Urlaub keinen Spaß. Wisst ihr alle. Deswegen, Schlafen ist weicher Komfort. Und wir haben lange rumprobiert mit verschiedenen Staumstoffdicken, eben auch wegen Bushcamper. Und weil ich zu Julian gesagt habe, das muss besser sein, das muss weicher sein. Und ich zeige euch mal, was dabei rausgekommen ist. Was wir rausgefunden haben, ist Folgendes. Wenn du diesen Polsterstoff nimmst, der ist sehr fest und sehr hart, dann ist die einfach nicht so, verhält sich nicht wie eine Matratze. Deswegen, denn da braucht man Matratzenstoff. Das hier ist Matratzenstoff, auch wegen der Aufnahme von Feuchtigkeit und so weiter. Deswegen haben wir also diesen Polsterstoff an den Rändern und Matratzenstoff oben und unten. Und schaut mal, diese Matratze, wie die aufgebaut war. Das war früher, war das ein reiner Schaumstoff. Jetzt haben wir ein mehrschichtiges System. Hier haben wir besonders weich, hier haben wir härter. Und hier haben wir so einen Mitteltragschaum. Ja? Und wenn man es lieber härter will, kann man von der Seite schlafen. Wenn man es lieber weich will, kann man von dieser Seite schlafen. Und also meine Frau und ich, wir schlafen von dieser Seite, also von der weichen oben. Und das ist
jetzt könnt ihr das leider nicht fühlen, aber das fühlt sich schon so wahnsinnig kuschelig an. Und auf dieser Matratze, auch ohne diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Plugs, auf die haben wir verzichtet. Dafür ist die Matratze insgesamt dicker, weil wir festgestellt haben, dass diese Plugs da unten drunter gar nicht so viel bringen, ja, an Weichheit oder an Schlafkomfort. Es ist viel besser, diese Matratze so aufzubauen, wie wir das gemacht haben. Wir haben verschiedene Matratzentypen verwendet und ausprobiert. Und das ist also dabei rausgekommen. Und so verbaut Julian das jetzt auch bei den Bushcampern, bei den Hilux und auch bei den Landcruisern, bei den Worldcruisern, die der Julian baut, sind diese Matratzen, die wir empfehlen und die wir selber als am besten rausgefunden haben. Das nächste Problem, das wir hatten, waren Moskitos. Also es gibt ja, so wie zu Hause, es gibt Tage, da gibt es keine Mücken. Sind einfach nicht da. Und dann gibt es Tage, da wirst du schier wahnsinnig. Und in so einem Auto können sich die Mücken klasse verstecken. Also keine Chance, jede Mücke zu finden, was dann dabei endet, dass man wirklich permanent nur am Mücke suchen ist. Und aus diesem Grund haben wir in diesem Auto einen besonderen Moskitoschutz. Schaut mal, hier ist Klett komplett einmal außen rum. Einmal außen rum. Und hier auch wieder runter. Und ihr könnt euch schon denken, was gleich passiert. Ich montiere das mal eben. Ich habe hier einen ganz besonders leichtes Moskitomaterial. Moskitoschutznetz. Schön in die Ecken auch rein. Wir wollen es ja den Moskitos nicht so einfach machen. So, so hängt es runter. Verschließt hundertprozentig. Und ja, das kann man auch, wenn man schon Abendessen macht, kann man das schon machen, kann man vorbereiten, kann man hier hochlegen. Ja. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie viele Moskitos ins Auto kommen. Weil sie nicht in den Schlafbereich kommen. Abends, wenn man dann ins Bett gehen will, macht man es runter. Und es ist sehr simpel einzusteigen. So, Moskitonetz. Hinlegen. Ja. Und man kann super klasse moskitofrei die Nacht verbringen. Das ist also mit das Beste, was wir hier gemacht haben. Denn auf die Art und Weise, super Matratze. Wir haben uns noch tolle Kopfkissen gekauft. Super kuschelige Matratze, super weiche Matratze. Gute Kopfkissen und Moskitoschutz. Ja, da macht das Campen in der Wildnis Spaß. Ich habe noch ein Moskitonetz, sozusagen. Das ist die letzte Schleuse. Ich habe noch eine erste Schleuse. Manchmal will man ja auch, dass sie gar nicht erst reinkommen ins Auto. Gerade Licht ist da ein Problem. Wenn ich also Licht im Auto habe, wisst ihr alle, dann kommen die Moskitos rein. Gibt es drei Möglichkeiten. Eine ist, ich mache kein Licht an. Die zweite ist, ich mache die Klappe zu, wenn ich das Licht an habe. Und die dritte ist, ich mache ein Moskitonetz an die Türe. Und das habe ich auch nachgerüstet, zeige ich euch jetzt. Das ist übrigens schon in der zweiten Version. Die erste, die war auch gut, aber die hat sich nicht ganz so gut bewährt. Das ist jetzt die zweite Version und die zeige ich euch. Die ist also relativ simpel, die lässt man hier raushängen. Dann wird die hier oben drauf gesetzt. Dann ist die schon mal fest. Dann hier rein, hier runter. Zack und zack, und dann ist sie auch schon fast montiert. Dann hier entlang und da unten einhängen. Einmal hier und einmal hier. Und das Ding ist
wasserdicht. Und ich habe hier im Eingang Moskitonetz, kann kein Viech rein, kann ganz locker so auseinander machen, steige ein und wenn ich drin bin, geht das Ding wieder zusammen und ich gehe raus, mache auseinander, habe hier überhaupt nichts im Weg, steige aus und mache wieder zusammen und es ist wieder zu. Das ist also der Moskitoschutz, also Moskitonetz am Eingang und Moskitonetz, zweites Moskitonetz oben im Schlafbereich. Wir montieren definitiv nicht jeden Abend beide Netze. Wir machen das ganz abhängig davon, wie viele Schnaken wir haben. Ihr wisst es, wenn du so im Mangrovenbereich bist, dann sind wahnsinnig viele Schnaken da. Wenn es sehr trocken ist, dann sind fast keine Viecher da. Und dann muss man es auch nicht montieren. Was habe ich für Stühle? Ich habe andere Stühle jetzt. Ich nehme jetzt diese Brunner Raptor Recliner, heißen die. Das hat folgenden Grund. Die sind verstellbar. Also es gibt nicht viele verstellbare Klappstühle, wenn es überhaupt welche gibt. Diese sind verstellbar. Und die sind echt praktisch, denn wer Klappstühle kennt, weiß, entweder sitzt du gemütlich, also ich mach's mal von der Seite, entweder sitzt du gemütlich, Lagerfeuerposition, gemütlich. Wenn du isst, musst du so sitzen, weil du, so kannst du nicht essen, also musst du so sitzen, vorne. Und das geht bei denen aber, man kann eben auch die gerade stellen und dann sind sie in einer sehr guten Essposition. Also Essposition und ich nenne es mal Lagerfeuerposition. So, und wenn man jetzt in der Sonne ein Nickerchen machen will, dann wäre es schön, als Liegestuhl ist noch keiner. Und die haben noch eine Stellung, Liegestuhl. Schaut mal, hier kann ich wirklich, oh, herrlich. Bisschen auf die Umwelt lauschen, die Vöglein zwitschern, ich höre die Tiere, sehr gemütlich. Lagerfeuerposition, so und Essensposition ganz aufrecht. Super Stühle, die nehmen wir mit nach Afrika. Ja, das war's. Der Rundgang mit den Verbesserungen nach 3 Jahren. Eine Woche bevor das Fahrzeug nach Afrika kommt. Wenn ihr sehen wollt, wie das Fahrzeug verschifft wird, dann abonniert jetzt, denn wir werden da auch ein Video machen. Meine Tochter wird dabei sein und die Verschiffung filmen, also das Einpacken. Und im Juni bin ich dann mit meinem Sohn in Namibia. Wir holen es ab und machen eine kleine Tour. Also abonniert, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht bei uns mit dem Auto. Ich hoffe, die kleinen Verbesserungen haben euch gefallen. Der Mückenschutz, die 270 Grad Markise, die Möglichkeit der Seitenwände, das Camplicht finde ich super wichtig. Ein paar Hinweise eben wegen Elektro, wegen dem Gas, Kochen. Ich finde, das sind Dinge, die hat man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm, sind aber echt total wichtig. Und wenn ihr so ein Fahrzeug haben wollt, in der Beschreibung ist die Adresse, ansonsten ganz einfach www.buschcamper.com. Julian hat Kapazitäten. Vielleicht sehen wir uns dort, das würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir trinken unseren Kaffee noch aus und dann danke nochmal fürs Filmen. Dann fahren wir nach Hause. Bis zum nächsten Mal.